Und das Spiel über Kreis funktioniert. Die Nummer 24, Jan-Martin Knack, mit dem 6:5 für TaF Wanderup. Bert Hartfield erneut mit einem Sprungwurf zum 6:6. Sören Toller erhöht auf 7:6 für die Gäste vom SG TaF Wanderup. Der Konter erfolgreich abgeschlossen von Mario Pedersen. Erste 2-Tore-Führung im Spiel für TaF Wanderup. Und wieder Bert Hartfield. Er verkürzt auf 7:8. Schöner Konterlauf vom Post Schwerin 2, abgeschlossen von Tom Koop zum 8:8 Ausgleich. Und es gibt eine gelbe Karte gegen die Nummer 23 vom HSG TaF Wanderup, Mario Pedersen. Da hat Ben Sexner schön aufgepasst und so gibt es Einwurf für die SV Post Schwerin 2. Und da konnte er auf der Gegenseite Thorsten Schaller zum 9:8. Thank you.
Sören Töller mit der erneuten 2-Tore-Führung für TaB Wanderup 10-8. Und 7 Meter Entscheidung für den SV Postschwerin 2. An den 7 Meter Punkt für Post tritt die Nummer 14 Lars Kütermann. Und er tritt an gegen die Nummer 16 Mike Brühl. Der den Ball hervorragend herausholt und damit bleibt es beim 10-8 für die Gäste. Und nun 7 Meter auf der gegenüberliegenden Seite. Kai Blaszek tritt an den 7 Meter Punkt und scheitert an der Nummer 16 Christian Blank im Tor des SV Post Schwerin 2. Und Lars Glütermann verkürzt auf 9-10. Und eine gelbe Karte gegen die Nummer 14 des SV Post Schwerin, Lars Klütermann. Thorsten Schaller mit der erneuten 2-Tore-Führung, 11-9 für die Gäste. Menz Exner scheitert mit seinem Wurf an Mike Brühl im Tor von TaB Wanderup. Und im zweiten Versuch erzielt Thomas Brühne die erste 3-Tore-Führung in diesem Spiel, 12-9. Mario Petersen mit dem Anspiel an den Kreis auf die 24, Jan-Martin Knacks und das 13-9. Und mit Gewalt Tom Kobz mit der 72 zum 10-13.